Hallo, hallo meine Lieben und ein ganz herzliches Willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einem neuen Video von mir. Bin ich faul? Bin ich ein träger Mensch? Bin ich ein sehr bequemer Mensch? Bin ich vielleicht tatsächlich auch mal so, dass ich zu nichts Lust habe? Ich glaube, dass der eine oder andere mich da falsch einschätzt von euch. Entschuldigt bitte. Und darüber möchte ich gerne mit euch heute sprechen. Manche von euch denken, ich gönne mir nie Auszeit. Ja, weil ihr verfolgt mich ja schon in letzter Zeit wieder sehr viel. Ich nehme euch sehr oft mit durch meinen Alltag und ich glaube, so roundabout 2 Stunden dürft ihr mich jeden Tag in meinem Leben begleiten. Und da seht ihr eigentlich immer auch so relativ viel. Ich bitte, mein Husten ist ganz schlimm geworden. Da kommen, glaube ich, die verschiedensten Meinungen aufeinander. Der eine sagt, ich bin richtig unordentlich, ich bin richtig faul, ich mache nichts. Und die anderen sagen wieder, ich stehe nie still, ich bin andauernd nur am Schaffen, am Tun, mache den ganzen Tag nichts anderes als Videos, ich gehe überall hin, ich putze, ich koche, ich kümmere mich um die Familie, ich habe nur wenig Zeit für mich. Da sind die Extreme, glaube ich, sehr klar bei euch. Also die eine Abteilung denkt, dass ich richtig faul bin und nicht richtig arbeite und die andere Abteilung denkt, dass ich viel zu viel mache und mir kaum Auszeit gönne, weder mir selbst noch auch meiner Familie, die ja andauernd mit involviert ist in diese ganze Aktion, die ich so täglich hier vor der Kamera abhalte. Und wie ist denn meine Meinung dazu? Darüber würde ich euch gerne ein bisschen erzählen. Ich glaube, der goldene Mittelweg ist wieder der richtige. Weder die eine noch die andere Seite. Ich bin jetzt nicht permanent 24 Stunden auf den Beinen, aber ich glaube, die meisten von euch schätzen oder einige von euch schätzen das schon ganz richtig ein. Ich sitze eigentlich nie und mache nichts. Also ganz egal, wo ich auch sitze und mich aufhalte, ich bin immer in irgendeiner Art und Weise in Arbeit. Das ist schon richtig, ja. Also es gibt bei mir kaum Augenblicke, in denen ich vorm Fernseher sitze und mich ausruhe. Es gibt in meinem Leben kaum Augenblicke, entschuldigt bitte, indem ich einfach nur am Handy irgendwie chille, ja, oder irgendwas spiele oder irgendwie mir was angucke, ohne dahinter Gedanken dabei zu haben. Selbst wenn ich irgendwo mich mal hingesetzt habe, ich bin immer mit dem Gehirn am Überlegen, wie ich was zu erledigen habe noch in der nächsten Zeit. Am Planen, am Überlegen, am Überdenken, am Revidieren, am Verbessern. Und ich glaube, das geht tatsächlich den ganzen Tag so, ja. Das heißt aber nicht, dass ich den ganzen Tag nur putze, koche und aufräume. Nee, das meine ich nicht. Also meine Prioritäten liegen eher so auf die Arbeit, die ich mache, ja. YouTube und dafür Content zu produzieren, meine Arbeiten, die ich noch daneben habe, außerhalb vom YouTube. Darauf liegt mein Fokus, aber der Haushalt und das, was das Ganze drumherum betrifft, ist im Moment, in der Zeit, in der ich mich hier in Alanya aufhalte, Nebensache. Nun muss man aber auch sagen, ich bin jetzt hier ja auch allein und selbst wenn die Familie da ist, dann helfen die ja, dann machen die ja auch viel, ja. Ich muss hier gar nicht so viel machen. Ich koche vielleicht einmal, wenn überhaupt. Ne, wenn die Mädchen hier sind, dann machen die das eigentlich eher oder Schwiegertöchter oder so. Und ansonsten putze ich natürlich ein bisschen Wäsche waschen und so. Das ist aber, wenn du alleine irgendwo bist oder wenn die Familie hier ist, natürlich noch mehr. Aber wie gesagt, dann habe ich ja meistens meine Schwiegertöchter oder meine Töchter da, die da auch einen ganzen großen Teil, wenn nicht sogar den Hauptteil von übernehmen, sodass ich auch da zum Glück nicht so viel machen muss. Ne? Aber natürlich so, wenn ich jetzt bei mir in Hamburg im Haus bin, dann ist es schon so, dass ich auch ganz viel machen muss. Ja, viel Haus. Arbeit, viel Kochen, viel Putzen, viel Wäsche. Da sind dann ja auch die ledigen Jungs, die noch keine Frauen haben. Und ja, ich weiß ja nicht, wie bei euch die Jungs gelagert sind, aber meine sind dann schon ab und zu mal ein bisschen faul und machen das dann nicht. Und ich als Mama, die übersieht das dann auch ganz gerne und macht das dann für die Jungs. Also das ist schon richtig so. In Hamburg habe ich noch viel mehr zu tun. Aber hier, wo ich tatsächlich mich voll und ganz auf meine Arbeit konzentrieren kann, ist es schon so, dass auch, würde ich mal sagen, 9 Stunden am Tag durchgearbeitet wird. Ja, also tatsächlich ständig mit der Content-Produktion und
Bearbeitung, ich in Beschäftigung bin. Das merkt man nicht so, wenn man meine Videos schaut, aber auch das, was ich hier jetzt mache, ist ja für mich Arbeit. Ja, ich könnte mich ja lieber vor den Fernseher setzen oder könnte schwimmen gehen oder könnte spazieren gehen. Ja, das sind ja alles Dinge, die ich auch ohne Kamera viel besser und einfacher machen könnte. Dann wäre das Freizeit. Da ich euch aber immer mitnehme mit der Kamera und immer mit euch rede, und auch das ist anstrengend. Ja, wenn man das nicht weiß und wenn man es noch nie gemacht hat und nicht selbst da drin steckt, dann kann man das, glaube ich, gar nicht so richtig nachvollziehen. Aber immer zu produzieren ist nicht ohne. Ja, es erfordert ganz viel Gehirnarbeit und ist nicht so einfach, wie es vielleicht aussieht. Aber das ist etwas, was ich gerne mache, und alles, was man gerne macht, das bedeutet auch, dass es nicht so unwahrscheinlich schlimm ist. Ja, ich kann es ja auch alles machen, oder ich muss es nicht machen. Es ist ja alles freiwillig, was ich mache, und insofern tatsächlich auch kann man so sagen, dass es dass das, was ich tue, meine Freizeit ist, weil ich es eben gerne mache, ja, weil ich es nicht machen muss und weil es auf jeden Fall etwas ist, was mir ganz viel Spaß bringt. Und deswegen mache ich es gerne. Und deswegen ist es für mich auch nicht so unbedingt das Gefühl von Schwerstarbeit, ja, aber nichtsdestotrotz ist es ermüdend. Mir tun die Augen natürlich oft auch weh, und auch mein Kopf tut weh, muss ich manchmal sagen, vor lauter Denken, geschweige denn von meinem Mund und von meinen Stimmbändern, die das alles noch mit sozusagen produzieren müssen, durchaus Arbeit, ja. Aber wenn man davon mal absieht, ich glaube, wenn ich das nicht machen würde, wenn ich kein YouTube machen würde und wenn ich keine anderen Social Media Sachen machen würde, dann würde ich mir andere Dinge ausdenken, die mich beschäftigen. Ja, ich habe ganz viele handwerkliche Wünsche, die ich mal machen möchte. Zum Beispiel das Malen. Dieser Wunsch wird immer stärker, mich mal wieder total auf das Malen zu konzentrieren. Was aber bedeuten würde, dass ich YouTube gar nicht mehr in dieser Art und Weise machen könnte. Weil wenn ich male, dann konzentriere ich mich total auf die Malerei und blende alles andere aus. Ja, das ist dann wirklich, das nimmt mich voll und ganz in die Arbeit. Und wenn ich mir ein neues Thema ausgesucht habe, was mein Leben wieder erfüllt oder befüllt, dann schiebe ich die anderen Dinge ad acta. Also das ist leider dann immer das dabei. Also wenn ich mir was Neues aussuche, dann gehe ich da vollkommen hundertprozentig drin auf und gebe meine ganze Freizeit dafür mit hinein. Und ja, Leute, nein, ich glaube, ich bin einfach dazu gemacht, glücklich zu sein, und wenn ich produktiv bin, ganz egal, was es ist. Ja, es kann auch sein, dass ich mich mal voll auf das Haus konzentriere. Ihr hattet das ja gesehen, wir haben unser Hamburger Haus wieder, da habe ich fast ein halbes Jahr YouTube-Pause gemacht, weil ich einfach dieses Haus wieder eingerichtet habe. Wir haben gemalt, das ganze Haus habe ich fast vollständig selbst renoviert. Ich habe die Treppen, ich habe alles in diesem Haus neu gestaltet. Wir haben die ganzen Möbel, das habe alles ich organisiert. Ja, ich habe so viel Herzblut in dieses in die Erneuerung wieder von dem Haus gesteckt. Das hat ein gutes halbes Jahr gedauert. Und das hat richtig viel Spaß gemacht, aber war unheimlich viel Arbeit. Ich habe euch am Anfang mitgenommen, habe euch gezeigt, wie es vorher aussah, und das war schon nicht ohne. Aber es macht mir halt Spaß, wenn ich den ganzen Tag arbeite, körperlich schwer arbeite. Oh mein Gott, was ihr wisst, was ich alles in meinem Leben gemacht habe, ja, als wir dieses Haus gekauft hatten damals in Hamburg vor vielen, vielen, vielen Jahren. Oh mein Gott, was haben wir da gemacht? Ja, das ist überhaupt nicht. Und das mit meinen vielen Kindern, die da alle ja noch waren. Wahnsinnig viel körperliche, richtig schwere Arbeit. Ja, eigentlich Männerarbeit, aber da wir, meine Kinder waren alle klein und da konnte keiner so richtig mithelfen, und Arbeiterkosten, wer hat schon Geld, wenn er so ein großes Haus kauft, ne? Da haben wir alles selber gemacht, ich und mein Mann, und ich habe schwerste Männerarbeit genommen, körperlich wirklich sehr, sehr hart gewesen. Aber wir haben auch das geschafft, und ich bin immer froh, wenn ich abends in meine Dusche gehen kann und diese warme Dusche dann auf dem Dreck an meinem Körper herunterläuft und ich mir jeder Knochen wehtut und ich abends dann in mein Bett falle und weiß, was ich getan habe. Ja, ich weiß, ich habe den ganzen Tag produktiv, hart und schwer gearbeitet. Das ist ein so schönes Gefühl. Kann ich gar nicht beschreiben. Ich mag das so gerne. Und andere würden ja sagen, oh mein Gott, bloß nicht wieder morgen. Ne? Und oh, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr.
So war ich noch nie und so werde ich nie sein. Ich bin immer jemand, der gerne arbeitet, der gerne auch körperlich sehr hart und sehr schwer arbeiten kann und auch gearbeitet hat. Jetzt natürlich, man ist alt geworden, ja, man ist raus, man arbeitet nicht mehr so hart körperlich. Und wenn man dann wieder anfängt, ist es natürlich alles auch nicht so einfach mehr. Dann tut einem schon jeder Knochen weh, man muss sich schon wieder jeden Morgen überwinden, das zu tun. Aber ich arbeite sehr gerne, auch körperlich sehr hart, und insofern glaube ich, dass mein Leben immer sehr von Arbeit geprägt war und wahrscheinlich auch weiterhin sein wird. Aber es gibt auch Momente, wo ich mich mal eine Stunde hinsetze und einfach nur mal einen Film gucke. Aber das mache ich mit schlechtem Gewissen und bin auch da immer am Brainstormen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, irgendwie mal so völlig leer und losgelöst von Dingen, die ich wieder mit Arbeit verbinde, zu tun, ja, und nicht Fernsehen gucken oder auch nicht irgendwas anderes, da habe ich immer wieder Hintergedanken bei, ja, beobachte, wie gesagt, die Schauspieler, was sie anhaben, dann bin ich immer ganz begeistert von den Kleidern und ich nähe ja auch sehr gerne, ja, und dann überlege ich mir, was ich denn vielleicht mal, ob ich das Hobby nähen wieder anfangen sollte, ob ich mir das selber nähen konnte oder die Maquillage, also die Schminke, die die haben, überlege ich mir, ob ich das vielleicht mal umsetzen kann, wie kann ich dann neue Projekte für YouTube wieder mit hinein, also ich bin manchmal nicht ganz dicht, ne, aber ich glaube tatsächlich, ich arbeite immer, wenn auch nicht jeden Tag körperlich, ja, das ist klar. Und aber da hätte ich auch kein Problem mit, muss ich euch ehrlich sagen, weil wenn ich wüsste, dass am Ende da wirklich viel bei rauskommt, dann hätte ich da richtig Bock drauf. Ne? Ja. Meine Lieben, ich bin da, glaube ich, nicht ganz normal gelagert, aber ich glaube, so richtig faul wird man mich selten leben. Also dass ich immer so gar nichts weiß. Es sei denn, ich muss mal Mittagsschlaf machen, weil ich wirklich so müde bin, weil meine Augen so zufallen, dann lege ich mich mal 2 Stunden hin mittags oder so. Wenn das faul ist, ja, okay, dann vielleicht. Aber wenn ich wieder aufstehe, beginne ich wieder sofort mit der Arbeit und mache wieder irgendwas. Das ist wohl auch wahr. Meine Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss.